Der Seat ist das Erfolgsmodell der Marke Kia und hat mittlerweile, was die Verkaufszahlen angeht, sogar den sehr erfolgreichen Sportage eingeholt. Bisher konnte man den Seat als eben normalen Kia Seat, als Sportswagen, den Kombi oder aber als Pro Seat kaufen. Jetzt bekommt die Familie Zuwachs mit dem kleinen, kompakten Crossover mit dem Namen X-Seat. Und genau dieses Fahrzeug, das fahren wir jetzt. Der X-Seat gehört zwar zur Familie der Kia Seats, aber das ist ein komplett neues Fahrzeug und so hat er mit dem normalen Seat tatsächlich nur die vorderen Türen gemeinsam. Wenn wir uns die Front vom Auto anschauen, stellen wir sofort fest, er hat einen komplett neuen Kühlergrill, schön breit und schön flach. Außerdem ganz wichtig beim Fahrzeug, wir haben serienmäßig immer Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht an Bord. Wenn man sich dann den Frontstoßfänger anschaut, der ist schön breit, hat einen großen unteren Lufteinlass und stellt so diesen kleinen X-Seat von vorne sehr ordentlich und kraftvoll auf die Straße. Mit 4,40 Meter Länge ist der Kia X-Seat übrigens rund 85 mm länger als der normale Seat und das, obwohl sie beide den gleichen Radstand, nämlich 2,65 Meter haben. Jetzt aber ein bisschen was zum Design. Wenn wir uns das Auto anschauen, fällt auf an der Front, wir haben typisch Kia eine schöne langgezogene Schnauze und wir haben, was mir richtig gut gefällt, die Leuchten, die hier richtig weit in die Seite des Fahrzeugs gehen. Außerdem an unserem Auto sehr schön die 18 Zoll Räder, die wir hier drauf haben, aber der Kia X-Seat kommt serienmäßig in der Basisausstattung dennoch mit 16 Zöllern daher. Dann, wenn wir weiterschauen, typisch auch, um das Fahrzeug so ein bisschen, offroadiger dastehen zu lassen. Wir haben die Rathausbeplankung und hier diesen seitlichen Schweller, der dem Auto einfach so ein bisschen mehr Robustheit verleihen soll. Und damit der Wagen auch nach Offroad und echtem Crossover aussieht, bietet er über 18 cm Bodenfreiheit. Außerdem fürs Design des Fahrzeugs sehr wichtig ist die Dachlinie, denn die fällt nach hinten deutlich ab und das Ganze wird nochmal durch die Fenstergrafik unterstützt und so wirkt der Wagen einfach deutlich sportiver und kriegt dann eben seinen ganz eigenen Look. Wenn wir uns das Heck von dem X-Seat anschauen, dann fällt auf, wir haben eine sehr flache Heckscheibe, die hier so ein bisschen unter dem Dachkantenspoiler verschwindet und die hört hier unten auf, diese Fläche, dieser richtig scharfen Abrisskante. Darunter haben wir natürlich groß das Kia-Logo und den Schriftzug X-Seat und um das Auto so ein bisschen, robuster von hinten aussehen zu lassen, finden wir hier unten einen angedeuteten Unterfahrschutz. Auf der anderen Seite finden wir aber auch diese beiden großen Auspuffblenden, die dem Auto wieder Dynamik verleihen sollen. Wichtig dabei ist jedoch, die sind nicht echt, denn unser Auspuff, der sitzt tatsächlich unterm Fahrzeug. Und ebenfalls ganz wichtig beim X-Seat ist, wir haben wie vorne auch hier Heckscheinwerfer, übrigens serienmäßig in LED-Ausführung, die sehr weit in die Fahrzeugseite gehen und damit die Schultern nochmal unterstützen. Und damit steht er eben von hinten auch wirklich, wie ich finde, sehr gut da. Und das ist übrigens auch meine Lieblingsansicht, wenn es um den neuen X-Seat geht. Im Interieur geht es hier beim X-Seat relativ modern zu, denn erstmals bietet dieses Auto bei Kia ein 12,3 Zoll großes, voll digitales Cockpit. Zwar optional, aber sehr schön und vor allen Dingen auch frei konfigurierbar. Viel wichtiger ist mir allerdings, dass es hier im Fahrzeug in der Basis Infotainment-Systeme gibt mit nur 5 Zoll Monitoren, aber das geht bereits bei der nächsthöheren Ausstattungslinie mit 8 Zoll weiter und die Top-Version hat sogar über 10 Zoll. Und das haben wir hier bei uns im Fahrzeug und das wirkt einfach unglaublich groß in so einem kleinen Auto. Da kann man wirklich vernünftig alles ablesen und das wertet diesen Innenraum wirklich massiv auf. Die Materialien und die Verarbeitung hier im X-Seat, die finde ich völlig in Ordnung. Ich habe in den oberen Bereichen des Cockpits habe ich fast nur Soft-Touch-Materialien. Erst hier unten so, zum Beispiel im Mitteltunnel oder den unteren Teilen der Türen, da finde ich Kunststoff. Und die Optik ist einfach sehr ansprechend und das insbesondere hier bei unserem Fahrzeug mit der Launch Edition, denn ich habe hier viele Dinge in Gelb abgesetzt, wie zum Beispiel hier diese Ziernähte in den Türen oder auch in den Sitzen und dann auch noch diese Umrahmungen der Lüftungsausströmer hier und das gibt dem Auto hier innen einfach so einen richtig frischen, sehr schönen Look. Wenn wir über das Thema Praktikabilität und zum Beispiel Ablageflächen hier im Fahrzeug reden, dann bietet der Seat das, was man erwartet. Ich habe hier vorne in den Türen relativ große Fächer, aber die sind nicht sehr tief. Vorne gibt es eine extra Ausbuchtung, sodass da eine Flasche reinpassen würde. Das gilt für die beiden vorderen Türen. Ich finde in der Mittelkonsole sowohl zwei Becherhalter, wie auch hier vorne noch ein separates Ablagefach. Und ich habe hier dann zusätzlich unter der Mittelarmlehne auch nochmal ein relativ großes Staufach. Von daher denke ich, dass das voll und ganz ausreichen sollte. Wichtig ist außerdem, ich habe hier vorne die Möglichkeit, 12 Volt Steckdosen quasi zu nutzen. Und ich habe auch hier vorne die Möglichkeit, einen USB-Anschluss zu nutzen und damit zum Beispiel das optionale Apple CarPlay oder Android Auto zu nutzen.
Für den Kia Exceed gibt es zum Marktstart 3 Benziner und 2 Dieselmotoren und die leisten zwischen 85 bis rauf zu 150 kW, also 115 bis 204 PS. Wichtig hierbei ist, das Fahrzeug ist immer frontangetrieben. Es gibt für das Auto, auch wenn es nach Offroad aussieht, keinen Allradantrieb und geschaltet wird hier im Standard immer mit einem 6-stufigen Handschaltgetriebe. Es gibt für die 3 größten Motoren allerdings optional auch ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe. In unserem Testwagen haben wir den 1,4 Liter 140 PS Benziner und der liefert maximal 242 Newtonmeter Drehmoment und ist hier gekoppelt mit dem 7-stufigen Automatikgetriebe. Und das ist ein wirklich vernünftiges Paket für das Auto und übrigens auch die Motorisierung, bei der Kia meint, dass das die ist, die am häufigsten gekauft wird. Und damit fährt der Wagen sich sehr ordentlich. Das reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern, für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,5 Sekunden. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Sehr schön ist, dass hier das Automatikgetriebe einen wirklich guten und sehr unaufgeregten Job macht. Das Einzige ist, wenn ich hier mal schnell beschleunige, also wirklich voll durchtrete, dann sehe ich relativ hohe Drehzahlen. Das finde ich so ein bisschen störend, ist aber bei normaler Fahrt eben nicht der Fall. Zum Thema Verbrauch, der Wagen ist angegeben mit knapp unter 6 Litern auf 100 Kilometer. Während unserer Fahrt haben wir allerdings eher so zwischen 7,5 bis 8 Liter gebraucht. Ich denke, realistisch, wenn man normal fährt und nicht wie wir während der Dreharbeiten, dann sollte man so 7 Liter wahrscheinlich erwarten können. Das Fahrwerk des Exceeds erlaubt es trotz der 18 cm Bodenfreiheit, den Wagen doch recht dynamisch zu fahren, aber das ohne, dass er unkomfortabel wird. Und das finde ich hier sehr schön im Wagen. Außerdem haben wir eine Lenkung an Bord, die straff genug ist, ohne nervös zu sein und die das Auto wirklich, indem man das Auto wirklich präzise fahren kann. Darüber hinaus haben wir, da wir das Automatikgetriebe an Bord haben, die Möglichkeit, einen Sportmodus einzuschalten. Was dann passiert ist, zum einen wird der Motor ein bisschen agiler und zum anderen wird die Lenkunterstützung reduziert. Damit fühlt sich das Lenkrad noch mal schwerer ein und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl von extra Sportlichkeit. Bereits in der Basis bietet der Exceed sowohl eine Klimaanlage wie auch einen Tempomaten. Wer mehr Komfortdinge haben will, wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera, der muss einfach die nächsthöhere Ausstattungslinie bestellen oder aber das Ganze als optionales Extra kaufen. Es gibt aber hier zum Beispiel auch beheizbare Sitze, sogar im Fond. Es gibt eine 2-Zonen-Klimaautomatik, die man dazu bestellen kann. Und so kann man sich seinen Exceed so konfigurieren, dass es ein wirklich sehr komfortables Auto mit sehr vielen Extras wird. Der Kia Exceed startet mit einem 120 PS 3-Zylinder Benziner bei 21.390 Euro. Zum Vergleich. Ein VW T-Roc ist ab 21.170 Euro erhältlich und fährt mit einem 3-Zylinder mit 115 PS vor. Ein Mazda XC3 mit einem 121 PS starken 4-Zylinder gibt es bereits ab 18.490 Euro. Im Gegensatz zum VW oder Mazda gibt es den Kia optional nicht mit Allradantrieb. Dafür bietet der Kia Exceed eine umfangreiche Basisausstattung. So sind hier zum Beispiel LED-Scheinwerfer, 16 Zoll Leichtmetallfelgen und ein Tempomat immer mit an Bord. Der Exceed bietet bezogen auf die Assistenzsysteme bereits in der Basis die wichtigsten, denn er hat zum Beispiel einen Frontkollisionswarner mit an Bord und er hat auch einen aktiven Spurhalteassistenten bereits in der Basis mit dabei. Interessanter ist aber eigentlich, dass ich optional alles dazu konfigurieren kann, was man sich so wünschen kann. Und so gibt es zum Beispiel einen adaptiven Tempomaten, es gibt eine Verkehrszeichenerkennung, es gibt einen sogenannten Rear Cross Traffic Alert. Also das heißt, ich kann hier wirklich all das konfigurieren, was ich bei manch anderem Fahrzeug nur in höheren Klassen bestellen kann. Schauen wir doch mal in den Kofferraum. Der Kia Exceed, der bietet mit aufgestellter Rückbank 426 Liter maximales Ladevolumen. Das sind übrigens rund 30 mehr als beim normalen Seat. Wenn ich die Rücksitze umklappe, dann wächst das Ganze an auf bis zu 1378 Liter. Und wichtig ist, der Exceed hat immer mit an Bord einen variablen Ladeboden. Ich kann ihn hier hochklappen, finde darunter noch richtig viel Stauraum. Ich kann aber den Ladeboden auch, wenn ich es möchte, um rund 10 cm flächig absenken. Der VW T-Roc bietet im Vergleich 445 bis 1290 Liter maximales Ladevolumen. Mit 350 bis 1260 Litern kommt das Gepäckabteil des Mazda CX-3 zumindest bei umgeklappter Rückbank an diesen Wert heran.
Das Platzangebot hier vorne für Fahrer und Beifahrer finde ich völlig in Ordnung, wobei wahrscheinlich dank unseres großen Sonnendachs ist es mit der Kopffreiheit für große Menschen wie mich nicht optimal bestellt, reicht aber aus, um auch wirklich aufrecht und vernünftig zu sitzen. Ich kann hier das Lenkrad richtig schön zu mir ranziehen und finde damit eine sehr komfortable Sitzposition. Hinter mir ist es aber, glaube ich, ein bisschen knapper, aber das schauen wir uns bei einem kurzen Stopp nochmal an. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie viel Platz bietet der X-Seat eigentlich hinten. Ich meine, Sitz noch nicht verstellt, aber wenn ich da jetzt reinschaue, das funktioniert nicht. Ich stelle ihn mal ein Stück nach vorne. So, das müsste reichen. Können wir mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme. Also der Einstieg für einen großen Menschen ist etwas anstrengend, aber jetzt passe ich rein. Wobei ich dazu sagen muss, Kopffreiheit habe ich hier nicht mehr so viel, aber ich bin halt schon sehr groß. Ich würde mal sagen, wenn vorne jemand sitzt mit 1,80 und hinten etwas kleiner, dann könnte das funktionieren. Das war sie, meine Probefahrt im neuen Kia X-Seat. Und was mir am Auto richtig gut gefällt, neben dem wirklich schönen Exterior, das ist das Interieur vom Auto. Denn gerade hier bei dieser Lounge Edition mit diesen gelben Elementen im Fahrzeug, das wirkt wirklich richtig klasse, frisch und jung. Außerdem ganz wichtig, wir haben hier erstmals ein voll digitales Cockpit, zwar optional, aber es gibt es. Und was in so einem Kleinwagen richtig auffällt, ist das große Infotainment mit bis zu über 10 Zoll großen Touchscreens. Und das ist tatsächlich in diesem Segment eher ungewöhnlich. Zum Auto, was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist das Platzangebot im Fond, zumindest für große Menschen wie mich. Wenn ich vorne sitze, kann ich nicht hinter mir sitzen. Ich denke, bei Menschen so mit 1,80 Meter könnte das funktionieren, aber aufgrund der Dachform haben wir hinten doch ein bisschen weniger Kopffreiheit, aber da heißt es einfach selber ausprobieren. Der Motor, den wir gefahren haben, den 1,4 Liter in Verbindung mit dem 7-Gang DSG, den finde ich wirklich gut. Das macht Spaß, der ist unauffällig, der fährt gut. Das Einzige, was hier ist, wenn man stark beschleunigt, dann dreht er schon sehr hoch, weil es eben ein kleiner Motor ist, aber für die normale Fahrt, für den Alltagsbetrieb richtig schön, sehr unauffällig. Und der X-Seat, der fängt bei uns in Deutschland an, bei einem Basispreis von 21.390 Euro. Wer die etwas schönere, die Ausstattungslinie Vision haben möchte, der muss rund 2.500 Euro drauflegen, lohnt sich aber, denn da gibt es reichlich zusätzliche Ausstattung. Wer die sogenannte Lounge Edition fahren will, die wir hier haben, oder aber die Platinum, also die Top-Version, der muss sich mit Preisen über 30.000 anfreunden. Aber wichtig ist, es gibt für den X-Seat dann tatsächlich, zumindest optional, alle Assistenz- und Sicherheitssysteme, die man sich in dieser Klasse wünschen kann. Und ich finde, Kia hat mit diesem Auto die Seat-Familie sinnvoll und sehr schön ergänzt.